Hallo Leute, ich bin's. Es fällt mir nicht leicht. Entschuldigt mich. Es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen. Aber meine Katze ist heute auf den Tag genau ein Jahr tot. Ich vermisse sie total. Die wurde heute auf den Tag genau am 14. Juni eingeschläfert. Ich vermisse die total. Ich vermisse die total und ja, sie war mein Herz. Ich habe sie sehr, sehr, sehr gemocht und habe immer mit ihr gekuschelt und ja, ich hatte sie immer da und wenn es mir schlecht ging, hat sie mit mir gekuschelt und ja, ich vermisse das voll. Die hieß Billy, sie war 16 Jahre alt und ich werde euch gleich am Ende noch mal ein paar Fotos von ihr zeigen und jetzt kommen hier gleich auch noch ein paar Videoausschnitte, wo ich über sie geredet habe und anschließend nach diesem Video, das ich hier mit hochlade, lade ich noch ein oder zwei alte Videos hoch, wo man Billy sieht. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber es geht mir deshalb voll scheiße. Weil sie eingeschläfert werden musste, sie hatte Nierenversagen und sie hat sich vorher die ganze Zeit gequält und ja, sie wurde 2011 eingeschläfert und mir fällt es nicht einfach, darüber zu sprechen. Und ich bin jemand, ich zeige Emotionen, es ist mir egal, was andere darüber denken, aber ja, mir war es wichtig, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel und habt vielleicht ein bisschen Mitgefühl. Und ja, ich würde sagen, jetzt kommen gleich die zwei Videoausschnitte und die Fotos und dann noch die zwei Videos, die ich hochlade. Und würde sagen, wir sehen uns. Tschu. Also, wir wären damit am Ende. Ja, wie ihr bestimmt schon mitgekriegt habt, geht's mir heute nicht so gut. Ja, kann daran liegen, dass meine Katze gestern gestorben ist. Ja, also nicht richtig gestorben. Wir mussten sie einschläfern lassen, weil die Nieren nicht mehr funktionierten. Ja, es tut halt weh, aber das Leben geht weiter. Nochmal Billy. Ich habe doch vorhin noch ein Foto gesehen von Silvester, wo Billy bei mir lag. Wo ist denn das? Ich lasse die Fotos jetzt einfach hier in den Folien drin. Das geht sonst nicht anders. Ja, da. Da liegt Billy bei mir. So lag sie öfters. Also sie lag öfters so bei mir und ja, wir haben immer gekuschelt und das war wirklich mein Herz. Ich habe die richtig lieb gehabt, die Kleine. Naja, gut, Kleine kann man jetzt in dem Sinne auch nicht mehr sagen. Mit 16. Und, Billy? Wenn ich da was sage, Billy und ich? Nochmal Billy und ich?
Nochmal Willi und ich. Und jetzt kommt das allerletzte Foto.